Yo, moin Leute, was geht und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Das heutige Video ist ausnahmsweise mal kein lustiges, sondern ein sehr informatives Video. Tatsächlich könnte es sein, dass ich mir das Ganze bei Activision ein bisschen verspaße mit dem Video, aber mir ist es unglaublich wichtig, dass ich dieses Video hier mache. Das Thema von dem heutigen Video ist Skill-Based Matchmaking, beziehungsweise vor allem Engagement-Based Matchmaking. Über Skill-Based Matchmaking wurde ja schon viel getestet und herausgefunden und so weiter, aber das ist eigentlich gar nicht das große Problem. Ich kann euch auf jeden Fall nur empfehlen, das ganze Video bis zum Ende zu gucken, um wirklich alles zu verstehen über dieses ganze System. Noch dazu würde ich mich sehr über einen kostenlosen das Abo freuen, um keine zukünftigen Videos mehr zu verpassen. Aber wie kommt es überhaupt erstmal dazu, dass ich plötzlich so ein Video darüber mache und vor allem, woher nehme ich die ganzen Informationen her? Vor knapp einem Jahr, und ich weiß nicht, wieso ich das Video jetzt erst letztens gesehen habe, hat dieser junge Mann hier, der übrigens ein Ex-Mitarbeiter von Activision ist, mal ein bisschen über dieses ganze System geredet. Das heißt, ein bisschen, das Video geht über eine Stunde. Und dieses Video hat leider nicht mal 1000 Aufrufe und das finde ich ist wirklich eine Frechheit. Das Video ist halt komplett auf Englisch und geht halt, wie gesagt, über eine Stunde, deswegen haben es wahrscheinlich nicht so viele Leute mitbekommen, auch im deutschen Bereich. Und ich habe dieses Video schon hin und wieder mal im Stream angesprochen und auch promotet, dass man es sich unbedingt angucken sollte. Aber ich kann halt logischerweise auch verstehen, dass man halt nicht diese ganze Stunde Video angucken möchte und viele Leute können vielleicht auch nicht so gut Englisch und so weiter. Also meine ganzen Informationen, die ich jetzt hier in diesem Video erwähnen werde, kommen alle von diesem Video und ich werde es natürlich ganz, ganz oben verlinken. Schaut euch dieses Video bitte an, lasst auf jeden Fall ein Like, da vielleicht auch noch einen Kommentar und so weiter. Ich werde das ganze Video, wie gesagt, übersetzen und vor allem halt auch kürzen. Also ich habe mir das ganze Video jetzt nochmal angeguckt und es auf 2 Seiten Skript reduziert. Ich habe mir also die ganzen meiner Meinung nach wichtigsten Punkte rausgesucht, um sie euch jetzt halt gleich vorzustellen. Trotzdem wird halt logischerweise durch diese Kürzung nicht alles erwähnt, was halt in diesem Video vorkommt. Deswegen, wenn ihr wirklich alles wissen wollt, dann schaut euch am besten das Video einfach selbst an. Kommen wir jetzt aber zum eigentlichen Part vom Video. Ich habe es ja am Anfang des Videos schon ganz kurz erwähnt, es gibt nicht nur Skill-Based Matchmaking, sondern die viel schlimmere Version ist das Engagement-Based Matchmaking. Um mal noch die beiden Abkürzungen zu erwähnen, SBMM, ich denke, das hat jeder schon mal gehört, also Skill-Based Matchmaking. Und das andere wird mit EOMM abgekürzt, also Engagement Optimized Matchmaking. Ich weiß nicht, warum man Engagement-Based Matchmaking sagt, aber ist ja auch egal. Vielleicht kürzt es auch manche Leute mit EBMM ab. Habe ich bisher noch nicht gesehen, aber dann wisst ihr halt auch Bescheid, was es sein soll. Fangen wir erstmal an mit Skill-Based Matchmaking. Das sollte ja eigentlich inzwischen schon fast jeder mal gehört haben. Skill-Based Matchmaking ist ja, dass das Spiel deinen Skill ungefähr einschätzt und dich dann ungefähr mit gleich starken Spielern in den Lobby wirft. Da haben sich ja vor einiger Zeit sehr viele Leute drüber aufgeregt, vor allem in der COD-Szene. Da gab es ja eine relativ große Hate-Welle, sag ich mal. Und das war so der allgemeine große Begriff, worüber man sich aufregen konnte. Skill-Based Matchmaking war allerdings schon sehr, sehr lange in Call of Duty drin. Um genau zu sein, war es seit Black Ops 2. Aber natürlich sind wir uns alle einig, Skill-Based Matchmaking war damals nicht so schlimm, wie es inzwischen ist, es natürlich um einiges strikter geworden. Das bedeutet jetzt einfach strikter, ach, keine Ahnung. Ich denke mal, wir sind uns alle einig, dass seit Modern Warfare das Skill-Based Matchmaking um einiges angezogen wurde. Warum wurde aber Skill-Based Matchmaking so extrem verstärkt? Das liegt unter anderem daran, dass die ganzen Entwicklerstudios gemerkt haben, dass das Interesse vor allem im E-Sport-Bereich extrem gestiegen ist in letzter Zeit. Ich meine, wenn man mal drüber nachdenkt, wie viel Geld da auch inzwischen im Spiel ist bei so LOL-Events oder so, da geht es ja inzwischen um mehrere Millionen Dollar. Und dadurch, dass das ganze Interesse gestiegen ist, spielen halt logischerweise auch viel mehr Leute. Und viel mehr Leute, die spielen, bedeuten natürlich auch viel mehr Geld. Und das Thema Geld, das kann ich schon mal spoilern, ist ein sehr, sehr großer, beziehungsweise der größte Punkt in dem ganzen Thema hier. Aber wie ich ja bereits schon erwähnt habe, Skill-Based Matchmaking ist gar nicht so schlimm. Es gibt es auch in anderen Spielen, wie zum Beispiel CSGO, LOL und so weiter. In den Spielen ist es aber zum Beispiel so geregelt, da hast du halt auch einfach einen Rang, den du halt immer weißt, okay, du bist jetzt gerade zum Beispiel Gold 1 oder so. Und da ist Skill-Based Matchmaking auch nicht verkehrt, weil man möchte ja eigentlich auch besser werden, man möchte im Rang steigen und so weiter. Es gibt ja ein Rank-System. In Call of Duty weiß man ja logischerweise nicht so richtig, okay, was ist man gerade für einen Rang und so weiter. Was aber lobbymäßig gesehen COD von einem LOL oder CSGO und unterscheidet, ist Engagement-Based Matchmaking. Jetzt ist natürlich erstmal die Frage, die sich viele Leute stellen werden, was ist denn überhaupt Engagement-Based Matchmaking? Das ist das Matchmaking, was dazu führen soll, dass du so viel wie möglich dieses Spiel spielst. Ein gutes Beispiel für ein Engagement-Based Matchmaking-System ist zum Beispiel der Battle Pass. Die einzelnen Stufen vom Battle Pass erreicht man, indem man einfach viel spielt. Und ich glaube, in diesem Punkt sind wir uns einig, dass man den Battle Pass nicht mehr wirklich unbedingt schneller leveln kann, indem man besser spielt, sondern man muss einfach nur eine gewisse Zeit spielen. Ein Battle Pass ist aber eine wundervolle Methode, um dich so lange wie möglich dazu zu bringen, dieses Spiel zu spielen. Denn viele Leute von euch kennen es sicherlich, ihr seid irgendwie Stufe 80, die Season endet vielleicht bald und ihr wollt jetzt unbedingt eigentlich noch den Level 100 Skin bekommen. Was macht man jetzt in diesem Fall? Meistens denkt man sich, okay, ich muss jetzt viel spielen, damit ich das noch rechtzeitig schaffe. Und vor allem noch zufälligerweise umso cooler, am Ende ist Doppel-XP aktiviert, damit ich es sogar noch schneller schaffen kann. Habt ihr euch denn schon mal gefragt, warum es immer Doppel-XP am Ende einer Season gibt? Und diese ganzen Systeme, die ich hier gerade erwähne, also Skill-Based Matchmaking, Engagement-Based Matchmaking und auch nur der Battle Pass, sind halt alles Sachen, die jahrelang überprüft wurden, ob sie was bringen. Ich glaube, sehr viele Leute unterschätzen auch, was da für ein riesiges, komplexes, ausgearbeitetes System dahinter ist. Und das alles, um den Konsumenten dazu zu bringen, länger zu spielen. Aber wieso das Ganze? Entwicklerstudios haben ja logischerweise auch viele Investoren. Diesen Investoren ist aber komplett egal, logischerweise, wie gut die Spieler das Spiel finden. Also den Investoren juckt es natürlich gar nicht, ob jetzt irgendein Hans Günther in Bochum das Spiel jetzt nicht gut findet. Was aber zählt, sind die positiven Zahlen. Die Investoren wollen logischerweise sehen, dass die Zahlen steigen. Und die Zahlen steigen auch von Jahr zu Jahr. Jedes Jahr wird gesagt, dass das neueste COD das meistgekaufteste COD ist. Das Problem ist aber, dass ohne ein Engagement-Based Matchmaking-System Zahlen auch
auch schwanken können. Und genau deswegen ist so ein System in diesem Spiel drin. Den Investoren ist natürlich komplett egal, wie das Spielgefühl ist oder so, sondern die Zahlen sind das Entscheidende. Und genau deswegen möchte ich das System dazu bringen, dass du so lange wie möglich spielst. Und genau aus diesem Grund gibt es dieses Phänomen, was wir persönlich Welcome Back Lobbys nennen. Wenn du zum Beispiel eine Woche am Stück komplett nicht gespielt hast, wird eigentlich jeder merken, dass die Lobbys einfacher sind. Vergleichen wir einfach nochmal das richtige Skill-Based Matchmaking mit dem Skill-Based Matchmaking von Call of Duty. Das richtige Skill-Based Matchmaking ist zum Beispiel bei CSGO. Da hast du einen bestimmten Rang, also Gold 1, und wenn du nach einer Woche wiederkommst, bist du immer noch Gold 1 und wirst auch immer noch in Gold 1 Lobbys geworfen. Das ist wie gesagt das richtige Skill-Based Matchmaking. Call of Duty hat aber wie gesagt sowas nicht. Da fließt halt wie gesagt auch sehr viel Engagement-Based Matchmaking rein. Ihr kennt es aber auch sicherlich alle von euch selbst, zu viele Wins oder zu viele Loses hintereinander sind einfach langweilig auf Dauer. Also wenn es wirklich dauerhaft zu einfach ist zu gewinnen, dann macht es auch keinen Spaß, und wenn du dauerhaft immer die ganze Zeit nur auf den Sack bekommst, dann macht es auch keinen Spaß. Und wenn du keinen Spaß hast, ist es eigentlich meistens so, dass man dann das Spiel einfach nicht mehr spielt, also weniger Engagement. Das Spiel probiert also vor jeder Runde deine Wahrscheinlichkeit zu erhöhen oder zu verringern, einen Win zu holen oder beziehungsweise keinen Win zu holen. Nehmen wir mal an, du hast gerade einen Win geholt, dann wird das Spiel probieren, dich in der nächsten Runde etwas schwierige Lobby zu bringen, damit die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass du nochmal einen Win holst. Genau das gleiche wird man aber auch erleben, wenn du irgendwie 100 Mal hintereinander nicht gewonnen hast, dann werden die Lobbys eigentlich immer einfacher. Sie können dir aber logischerweise keinen Win schenken, sondern sie erhöhen einfach immer nur die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Win holst, indem sie dich halt in einfachere Lobbys packen. Und alles, also wirklich alles, ist auf Engagement-Based Matchmaking aufgebaut. Achte einfach mal drauf, der Battle Pass, die Waffenstufen. Warum gibt es inzwischen 27 verschiedene Rotpunktvisiere? Warum hat jede Waffe inzwischen 60 Waffenstufen? Damals in MW3 gab es 31. In der Vanguard Beta konnte man schon sehen, die neuen Waffen haben über 70 Waffenstufen, also noch mehr als jetzt in MW schon. Ich meine, denkt einfach mal ganz kurz nach, warum gibt es so viele Waffenstufen? Warum gibt es so viele unnötige Visiere, die keiner spielt? Seid ihr schon drauf gekommen? Natürlich mehr Engagement. Ich meine, die Entwickler bei Activision sind ja nicht dumm. Die wissen natürlich, wie man deren Spiel spielt. Natürlich spielst du den Schalldämpfer mit der meisten Range, den Lauf mit der meisten Range und so weiter. Du brauchst nicht irgendwie schnelles Rutschtempo oder mehr Fahrzeugschaden oder so. Spielt keiner. Aber ist trotzdem drin, damit man halt Zwischenstufen hat, damit man mehr leveln muss. Allerdings müssen sie auch immer noch ein bisschen darauf achten, dass es nicht zu viele Level sind, damit es auch frustrierend wird. Sie müssen natürlich auch noch so ein gewisses Zwischending finden. Und kommen wir nochmal zurück zu den Beispielen von Engagement-Based Matchmaking. Es geht jede Season bis Level 1000 und jede Season setzt es sich auf Level 1 zurück. Ein komplett komisches System eigentlich, oder? Und Skill-Based Matchmaking ist natürlich kacke, aber eigentlich ist es nur für Engagement-Based Matchmaking da. Denn dadurch, dass die schlechteren Spieler, was ja die riesige Mehrheit ist, immer mit ungefähr gleich starken Spielern spielt, werden sie nicht von viel besseren Spielern zerstört, dadurch haben sie viel mehr Spaß und spielen logischerweise auch länger. Und es werden sehr viele Informationen von dir gesammelt. Nicht nur, was du so in Warzone gemacht hast, sondern was du auch in alten CODs gemacht hast, was du da für eine KD hast und so weiter. Und genau deswegen funktionieren auch neue Accounts so gut, weil sie einfach noch gar keine Informationen über dich haben. Und übrigens, die Spielerzufriedenheit ist nicht, dass du irgendwie gerade Spaß hast in dem Spiel oder so, sondern du giltst für das System zufrieden mit dem Spiel, wenn du trotzdem immer schön weiterspielst. Also es kann auch sein, dass dir das Spiel gerade absolut nicht gefällt, aber du spielst die ganze Zeit weiter, also denkt das Spiel, dass du gerade zufrieden bist. Also wenn du mit schlechter Performance immer weiterspielst und nicht Ragequittest und das Spiel das merkt, dann denkt sich das System, warum sollte ich dir bessere Lobbys geben? Du spielst eh die ganze Zeit weiter. Wenn du allerdings eine schlechte Performance hast und dann sehr schnell auch das Spiel beendest, was ja bei sehr vielen Leuten so ist, die Casual spielen, dann merkt das System, okay, der hat eine relativ kurze Zündschnur, wenn der schlecht performt, dann müssen wir dem auf jeden Fall auch bessere Lobbys geben. Umso länger man über dieses ganze System nachdenkt, desto krasser wird es eigentlich. Es werden so unglaublich viele Informationen über dich getrackt und auch verarbeitet. Vielleicht fragen sich jetzt einige Leute von euch, warum kriegen Content Creator manchmal so gute Lobbys? Und es kam die direkte Frage an den Ex-Activision-Mitarbeiter, gibt es denn eine Whitelist für Content Creator, also dass sie quasi bessere Lobbys bekommen? Und seine Reaktion war da ein bisschen komisch, er hat sich nämlich nicht so richtig getraut, was dazu zu sagen. Und daraufhin, dass der Ex-Activision-Mitarbeiter sich nicht wirklich getraut hat, was zu sagen, hat dann der Interviewgeber, also der die Fragen gestellt hat, dann das gesagt, dass ja Content Creator auch Content bringen müssen und wenn sie dann bessere Lobbys bekommen, ist es ja für die Zuschauer auch so, dass sie irgendwie Bock haben, das Spiel zu spielen. Und dem hat er auch so mehr oder weniger zugestimmt. Also es wird wahrscheinlich auch ein kleiner Punkt sein, denke ich jetzt einfach mal. Aber so richtig bestätigt hat er es jetzt nicht. Also man kann jetzt nicht sagen, dass es definitiv drin ist. Er hat aber auch noch dazu gesagt, und es war ihm ganz wichtig, das noch zu erwähnen, dass es halt auch sehr schwierig ist, die Wahrscheinlichkeit von einem Lose von 4 starken Content Creator zu erhöhen. Also wenn er jetzt zum Beispiel einen Aiden mit seinen ganzen Teamkameraden zusammenspielt, dann ist es einfach sehr, sehr schwierig für das System, ihm die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass er jetzt keinen Win holt. Noch dazu hat er übrigens gesagt, dass diese ganze Matchmaking-Sache nur so aus ungefähr 30% SBMM besteht und aus ungefähr 70% Engagement-Based Matchmaking. Man kann also sagen, Engagement-Based Matchmaking ist auf jeden Fall die höchste Priorität. Dann gab es noch eine sehr interessante Frage zu dem Thema, wie sieht es denn aus, wenn man sich jetzt Skins kauft? Da gab es das Gerücht, dass man dann bessere Lobbys bekommt. Dazu hat er gesagt, dass es auf jeden Fall so ein gewisses Muster in dem ganzen System gibt, aber er ist sich nicht so wirklich sicher, ob es wirklich implementiert ist. Also für die Leute, die das Thema nicht so richtig mitbekommen haben, es gab halt für eine Zeit lang das Gerücht, beziehungsweise es stand halt in den Patenten mit drin, dass wenn sich ein Spieler Skins kauft, dass er dann in bessere Lobbys kommt, weil er dann das Gefühl bekommt, oh wow, eben gerade habe ich
ich mir einen Skin gekauft und gerade habe ich viel mehr Glücksgefühle, weil ich halt bessere Lobbys habe. Und noch dazu ist es so, dass die schlechteren Spieler sehen, okay, wow, der hat gerade diese Tarnung und der zerstört das ja gerade komplett. Er ist sich aber, wie gesagt, nicht sicher, dass dieses System wirklich richtig drin ist, aber er könnte es sich vorstellen. Allerdings nicht so stark, wie man es vermutet. Und euch ist sicherlich auch schon aufgefallen, dass neue Waffen eigentlich fast immer richtig stark sind. Vor allem, als die ganzen Cold War Waffen hinzugefügt wurden, die waren ja absolut OP. Warum aber das Ganze? Wussten die Entwickler einfach nicht, wie man das Spiel balancen sollte? Oder wollten sie einfach, dass viele Leute Cold War kaufen? Ein interessantes Thema, was auch noch angesprochen wurde, ist Hacker. Finden sie Hacker gut oder nicht, oder wie sieht's da aus? Natürlich finden sie Hacker nicht gut, aber das Wichtigste ist, machen sie immer noch Geld? Machen sie mehr Geld als vor dem Problem? Und vor allem, kostet der Kampf gegen dieses Problem mehr Geld, als es bringt? Und dieses Hacker-Problem gibt es jetzt schon seit richtig langer Zeit. Ich meine, dieses Video ist vom Januar und da wurde schon Hacker angesprochen. Das bedeutet also, dass das Hacker-Problem schon so unglaublich ausgeartet ist, dass der Kampf dagegen mehr Geld einbringt, als es einfach zu ignorieren. Und das hat wirklich einiges zu sagen, dass sie jetzt was dagegen tun. Da müssen wirklich so unglaublich viele Hacker gerade unterwegs sein. Dann kam die Frage, wird denn Engagement-Based Matchmaking überhaupt mal jemals entfernt werden? Und die einfache Antwort war darauf eigentlich, never change a running system. Also wenn sie merken, Engagement-Based Matchmaking führt dazu, dass unsere ganzen Zahlen steigen, dann werden sie es auch nicht entfernen. Was kann man jetzt aber gegen dieses ganze Engagement-Based Matchmaking-System machen? Punkt Nummer 1 ist super easy. Wenn dir das Spiel gerade absolut keinen Spaß macht, dann spiel es nicht auf Krampf weiter. Spiele sind immer dafür da, um Spaß zu haben und du sollst dich jetzt nicht unnötig irgendwie quälen. Wenn du Content Creator bist, natürlich ist es da ein bisschen schwieriger, weil du bist ja auch mehr oder weniger darauf angewiesen, dieses Spiel zu spielen. Aber wenn du kein Content Creator bist und gerade keinen Spaß hast, dann zwing dich nicht dazu. Und das System wird sich merken, oh, weniger Engagement. Und der Punkt bedeutet vor allem auch, wenn du gerade Battle Pass Stufe 80 bist und du hast nur noch eine Woche Zeit, dann zwing dich nicht dazu, bis Level 100 zu machen. Ich weiß, es ist verlockend, auf Level 100 zu kommen, aber wenn du gerade keinen Spaß hast, dann spiel es nicht. Oder zum Beispiel der Grind auf die Dark Matter Tarnung. Es ist ein unglaublich riesiger Zeitaufwand. Und ich bin mir auch sehr, sehr sicher, alle Leute, die darauf spielen, haben da nicht wirklich Spaß dran. Zumindest, wenn es dann spätestens zu den Raketenwerfern geht oder so. Wenn du daran Spaß hast, dann gut, ist natürlich dein Ding. Wenn du aber eigentlich gar keinen Spaß daran hast, dann muss man sich auch fragen, warum mache ich das Ganze? Bringt es mir jetzt wirklich was, diese Tarnung zu haben? Wenn du dir denkst, es bringt dir was oder du hast daran Spaß, das Ganze zu erspielen, klar, dann mach es. Wenn nicht, ja gut, warum machst du es dann eigentlich? Und jetzt vor allem die wichtigste Sache, die ich schon seit immer durchziehe, kauft keine Ingame-Bundles, wenn ihr gerade nicht zufrieden seid mit dem Spiel. Das sind nämlich genau die Zahlen, die am wichtigsten sind. Es geht von vorne bis hinten um Geld. Und wenn ihr die ganze Zeit Geld reinsteckt, obwohl ihr nicht zufrieden seid, dann ist es den Entwicklern komplett egal. Und versteht mich jetzt hier bei diesem Punkt nicht falsch. Ihr könnt natürlich alle gerne Ingame-Sachen kaufen. Aber ihr solltet euch dann vor Augen halten, habe ich gerade wirklich Spaß an dem Spiel? Finde ich es nice, wie es gerade alles ist? Wenn ihr Spaß habt, kauft den ganzen Shop leer. Wenn ihr aber nicht so wirklich zufrieden seid mit der ganzen Situation, dann macht es nicht unbedingt. Zum Schluss muss ich jetzt aber auch noch dazu erwähnen, Activision ist jetzt nicht dieses einzige riesige Monster, was jetzt Engagement-Based Matchmaking benutzt. Das ist tatsächlich nicht nur eine Sache von COD, sondern auch alle anderen Social Medias benutzen das. Zum Beispiel diese ganzen Notifications, die du halt auf Sandy bekommst, zum Beispiel eine neue Mitteilung, jemand hat ein Bild geliked oder so. Dein Beitrag wurde markiert, ein neues Video wurde hochgeladen, das könnte dich interessieren und so weiter. Zum Beispiel diese Notification, dass gerade irgendwas geliked wurde von dir, sollte das Glücksgefühl hervorrufen, dass du länger auf dieser App bleibst. Ich meine, ihr kennt es sicherlich alle und natürlich auch ich selbst kenne es natürlich auch. Ihr wacht auf, schaut auf euer Handy, seht, oh, da ist eine 1 bei WhatsApp, da ist eine 2 bei Insta, da ist eine 3 bei Twitter und ich möchte jetzt unbedingt wissen, was jetzt abgegangen ist. Ey, ich klinge gerade wie jemand, der das ganze Internet schlecht redet, aber ich denke mal, ihr versteht, was ich meine. Und ich möchte mich natürlich absolut gar nicht davon rausreden, dass ich nicht so bin. Das ist natürlich ganz normal. So, dann sind wir fertig mit dem Video. Mir war es absolut wichtig, euch mal das Ganze zu zeigen. Ich hoffe wirklich, dass euch dieses Video gefallen hat und vor allem auch sehr informativ war. Vielleicht hat der ein oder andere ja jetzt eine etwas andere Denkweise. Ihr könnt das Video natürlich sehr, sehr gerne teilen. Lasst, wie gesagt, auf jeden Fall noch sehr, sehr gerne ein kostenloses Abo da. Das war es auch wieder von mir. Haut rein.